Herr Dr. Schaudin, welche Risiken birgt hohes Bauchfett? Ein hoher Anteil von Bauchfett birgt für die Patienten ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, wie zum Beispiel einen Schlaganfall, aber auch metabolische Erkrankungen wie Diabetes. Und wenn man jetzt zwei Patienten gegenüberstellt, die vielleicht denselben BMI mitbringen, 40 Kilogramm pro Quadratmeter, und der eine hat eben sehr viel viszerales, also Bauchfett von beispielsweise 11 Liter und ein anderer Patient hat dann nur 6 Liter, dann ist das Risiko für den erstgenannten Patienten doch deutlich höher für diese genannten Erkrankungen. Wie ist die bisherige Herangehensweise der Diagnostik? Bisher wird das Bauchfett mittels MRT als Goldstandard untersucht und diese Untersuchung ist gut akzeptiert bei den klinischen Kollegen, beinhaltet jedoch eine sehr zeitaufwendige und arbeitsaufwendige Segmentierung von Dutzenden von Einzelschichten, die man über das Abdomen legt. Und da sahen wir in Leipzig Verbesserungspotenzial. Was tun Sie in Leipzig konkret? In Leipzig war unser Ansatz zusammen mit den Kollegen, die bei uns am integrierten Forschungs- und Behandlungszentrum Adipositas arbeiten, die bisher zeitaufwendige Messung des viszeralen Fetts, also des Bauchfetts, zu optimieren und möglicherweise nur ein oder fünf Schichten als repräsentativ für die Messung des Bauchfetts zu finden. Wie viele Patienten diagnostizieren Sie pro Jahr? Wir sehen zusammen mit dem integrierten Forschungs- und Behandlungszentrum Adipositas, mit unseren klinischen Kollegen, ca. 300 Patienten, die sich in klinischen Studien befinden zu beispielsweise Magenverkleinerungseffekten oder den Effekten von Training oder Diät. Und die sehen wir teilweise im Jahr auch mehrere Male, um den Therapieeffekt auch zu quantifizieren. Und wie sehen die Ergebnisse aus und wie ist die Akzeptanz? Unsere Ergebnisse gehen in die Richtung, dass erstmal die Einzelschichtmessung sehr wohl eine gute Alternative ist zu dieser sehr zeitaufwendigen Messung des gesamten VOTs, also des gesamten Bauchfetts. Zum anderen haben wir gesehen, dass wir Effekte haben, die geschlechtsspezifisch sind. In anderen Worten, bei Frauen empfehlen wir die Messung einer einzelnen Schicht auf Höhe Lendenwirbelkörper 2-3 und bei Männern eher etwas tiefer auf Lendenwirbelkörper 3-4. Das sind sozusagen die Kernergebnisse unserer Forschung. Und wir können dadurch den Zeitaufwand deutlich minimieren. Was vorher eine halbe Stunde gedauert hat, dauert nun 2 Minuten.